4. Mai. Brief an Fräulein Lucy Westenrow. Liebe Lucy, vergib mir, dass ich so lange mit dem Briefschreiben im Rückstand blieb. Ich habe in letzter Zeit sehr viel gearbeitet, weil ich mich gerne Jonathan bei seinen Studien nützlich machen möchte. Das ist auch der Grund, warum ich so fleißig stenografieren lerne. Wenn wir verheiratet sind, werde ich Jonathan gerne helfen. Er und ich, wir schreiben uns oft unsere Briefe im Stenogramm und er führt ein stenografisches Tagebuch über seine Auslandsreisen. Gerade habe ich einige Zeilen von Jonathan aus Transsilvanien erhalten. Er fühlt sich wohl und gedenkt, in einer Woche die Rückreise anzutreten. Ich sehne mich danach, Neues von ihm zu hören. Es muss so schön sein, fremde Länder kennenzulernen. Es schlägt 10 Uhr. Gute Nacht. Stets deine Mina. PS, wenn du mir wieder schreibst, musst du mir vieles erzählen. Ich hörte da Gerüchte, insbesondere von einem hübschen, großen, kraushaarigen Mann. 17. Mai. Brief an Fräulein Mina Murray. Liebste Mina, was den großen, kraushaarigen Mann betrifft, so vermute ich, dass du den meinst, der auf der letzten Unterhaltung mit mir war. Es war Herr Homewood. Er kommt öfter zu uns. Er und Mama vertragen sich recht gut. Ach, Mina, wir haben uns doch von klein auf all unsere Geheimnisse anvertraut. Wir haben zusammen geschlafen und gegessen und gelacht und geweint. Und da ich nun doch einmal etwas gesagt, meine ich noch weiteres sagen zu müssen. Kannst du's erraten? Ich hab Arthur lieb. Ich schäme mich, das zu schreiben, denn wenn ich auch sicher glaube, dass er mich liebt, hat er doch noch kein Wort davon verlauten lassen. Ach, Mina, wie lieb hab ich Arthur, wie lieb, wie lieb. Nun ist mir wohl. Ich wollte, wir säßen zusammen und ich könnte dir alles erzählen. Aber ich muss aufhören. Gute Nacht. Bete für mich und bete für mein Glück, Lucy. 24. Mai. Brief an Fräulein Mina Murray. Liebste Mina, Dank, Dank und tausendmal Dank für deinen lieben Brief. Nun bin ich doch froh, dass ich es dir erzählt habe und weiß, dass du mir zustimmst. Hier bin ich, die ich im September 20 werden soll und hatte bis heute noch keinen Anbeter, wenigstens noch keinen ernsthaften, und heute kamen gleich ihrer 3. Denk nur, 3 Bewerber an einem Tag. Ist das nicht unheimlich? Es tut mir wirklich und wahrhaftig leid um 2 der lieben Menschen. Nun muss ich dir aber von den 3 erzählen, Schatz. Aber du musst es geheim halten vor allen, außer natürlich vor Jonathan. Du wirst es ihm sicher ausplaudern, wie ich es an deiner Stelle auch Arthur gegenüber machen würde. Also, meine Liebe, Nummer 1 kam gerade vor dem Lunch. Dr. John Seward. Er ist Arzt und wirklich tüchtig. Denke dir, er ist 29 Jahre und leitet schon eine ausgedehnte Irrenanstalt. Äußerlich war er sehr kühl, aber innerlich doch nervös. Er hatte sich alles bis ins Kleinste einstudiert und vergaß sich nicht. Er sprach sehr ernst mit mir. Er sagte, wie lieb ich ihm gefiel, obgleich er mich doch erst kurze Zeit kenne, und wie schön sein Leben wäre, wenn ich ihm helfen und ihn erheitern wollte. Dann sagte er, er würde unglücklich sein, wenn ich ihn nicht erhöre. Als er mich aber dann weinen sah, schalt er sich einen Barbaren und versprach mir, meinen Schmerz nicht noch vergrößern zu wollen. Da, liebe Mina, fühlte ich mich gezwungen, ihm zu sagen, dass ich schon gebunden sei. Ach, Mina, ich kann nicht anders. Ich muss weinen. Entschuldige die Flecke auf dem Briefe. Verlobt zu sein ist ja ganz hübsch. Aber es ist immerhin nicht angenehm, so einen wackeren Mann mit gebrochenem Herzen von dir schicken und erkennen zu müssen, dass du, was auch immer er sagen mag, dennoch für immer aus seinem Leben gestrichen bist. Liebste, ich muss aufhören. Ich fühle mich so elend, wenn ich auch glücklich bin. Abends. Gerade ist Arthur weggegangen und ich bin wieder besserer Laune als da, wo ich zu schreiben aufhörte. Ich kann dir also nun weiter von den Ereignissen des Tages erzählen. Also, Liebste, Nummer 2 kam nach dem Lunch. Er ist ein reizender Mensch, ein Amerikaner aus Texas und sieht so jung und frisch aus, dass man es gar nicht für möglich halten möchte, dass er schon so viel von der Welt gesehen und so viele Abenteuer erlebt hat. Gut, also Herr Morris setzte sich neben mich und sah so hübsch und glücklich wie möglich aus. Aber ich konnte trotzdem bemerken, dass er sehr aufgeregt war. Er ergriff meine Hand. Miss Lucy, ich weiß nicht, ob ich würdig bin, die Bänder Ihrer kleinen Schuhe zu binden. Aber wenn Sie auf einen Mann warten wollten, der Ihrer würdig ist, vermute ich, dass Sie sich den Jungfrauen mit den Lampen zugesellen können.
Wollen Sie sich nicht längsseits mit mir festhaken und zweispännig mit mir den langen Weg gehen? Er sah dabei so vergnügt und fröhlich aus, dass es mir nicht halb so leid tat, ihm einen Korb geben zu müssen, wie bei dem armen Dr. Seward. Deshalb sagte ich, so gleichgültig ich konnte, ich wüsste nicht, wie ich dazu käme, mich festzuhalten und wäre auch gar nicht darauf erpicht, im Geschirr zu laufen. Da erwiderte er, er hätte doch nur sinnbildlich gesprochen und hoffe, ich werde es ihm nicht verübeln, dass er in einem für ihn so ernsten, wichtigen Moment solche Dinge geredet habe. Er sah dabei wirklich ernst aus und ich konnte nicht anders, als auch ernst werden. Und dann, Schatz, ehe ich ein Wort zu sagen vermochte, schüttete er einen ganzen Gießbach von Liebesbeteuerungen über mich aus, indem er mir Herz und Seele zu Füßen legte. Lucy, Sie sind ein gutes Mädchen, ich weiß es. Ich würde nicht so zu Ihnen sprechen, wenn ich nicht wüsste, dass Sie rein sind und ehrlich bis in die tiefsten Tiefen Ihrer Seele. Sagen Sie mir, wie ein ehrlicher Mensch dem anderen, haben Sie schon einen lieb? Und wenn es so ist, will ich Sie nicht weiter belästigen. Aber ich werde Ihnen, wenn Sie nichts dagegen haben, ein treuer Freund sein. Ja, ich liebe einen. Obgleich er mir bis heute noch nicht gesagt hat, dass er mich auch liebt. Sie sind ein braves Mädchen, Lucy. Wenn der andere sein Glück nicht kennt, so soll er bald dazu tun, oder ich steige ihm aufs Dach. Liebes Kind, Ihre Ehrlichkeit und Ihr Mut haben mich zu Ihrem Freunde gemacht. Und Freunde sind dünner gesät als Liebhaber. Es ist eben etwas Selbstloseres. Wollen Sie mir nicht einen Kuss geben? Sie können, Sie dürfen, wenn Sie wollen. Denn der andere, er muss ein guter, hübscher Mann sein, sonst würden Sie ihn ja gar nicht lieb haben, hat sich noch gar nicht ausgesprochen. Das alles gewann mich, Mina, denn es war so edel und brav und vornehm von ihm, so noch dazu von einem Rivalen zu sprechen, oder nicht? So beugte ich mich denn zu ihm hinüber und küsste ihn. Kleines Mädchen, ich halte Ihre Hände und Sie haben mich geküsst. Wenn diese Dinge uns nicht zu Freunden machen können, dann weiß ich allerdings nicht, was sonst dazu imstande wäre. Ich danke Ihnen für Ihre Aufrichtigkeit gegen mich. Und nun leben Sie wohl. Meine Liebe, das ist mir wirklich nahe gegangen. Und ich bin nicht mehr imstande, dir von meinem Glück weiterzuerzählen. Über Nummer 3 werde ich dir schreiben, wenn ich wieder getröstet bin. Stets deine Lucy. PS, nun was Nummer 3 betrifft, soll ich dir noch von Nummer 3 erzählen oder nicht? Unter uns gesagt, es war alles ganz konfus. Es schien nur ein Augenblick nach seinem Eintritt vergangen zu sein, da legte er schon seinen Arm um mich und küsste mich. Ich bin sehr glücklich und ich weiß nicht, womit ich es verdient habe. Es wird in Zukunft mein Bestreben sein, dem Herrn über den Wolken mich dankbar zu erweisen, der mir in seiner Güte einen solchen Freund, einen solchen Liebhaber, einen solchen Gatten bescherte. Leb wohl. 25. April. Heute mangelnder Appetit. Seit meiner gestrigen Enttäuschung habe ich ein Gefühl der Leere. Nichts in der Welt scheint mir von genügender Bedeutung, mich damit zu beschäftigen. Oh, Lucy, Lucy. Ich kann dir nichts hören, noch meinem Freunde, dessen Glück ja auch deines ist. Nur heißt es jetzt für mich, sich fassen in Hoffnungslosigkeit und Arbeit. Da ich weiß, dass die einzige Kur für derartige Zustände die Arbeit ist, ging ich hinunter zu meinen Patienten. Ich suchte mir den einen heraus, der für mich eine Studie von höchstem Interesse bildet. Er ist so wunderlich in seinen Ideen, dass ich mich zu dem Versuch entschloss, möglichst in seine Ideen einzudringen. Hier seine Kurzbeschreibung. R.M. Renfield, Alter 59, sanguinisches Temperament, große körperliche Kraft, krankhaft reizbar, Perioden des Wahnsinns auf der Basis einer fixen Idee, der ich nicht auf die Spur kommen kann. Vielleicht ein gefährlicher Mann. 25. Mai. Brief an Herrn Arthur Hornwood. Lieber Arthur, wir haben uns am Lagerfeuer in den Prärien lange Geschichten erzählt und einer dem anderen Wunden verbunden, und wir haben uns an den Ufern des Titicaca zugetrunken. Es gilt, noch mehr Geschichten zu erzählen, sowie andere Wunden zu verbinden und auf ein anderes Wohl zu trinken. Wollen wir das nicht an meinem Lagerfeuer morgen Abend besorgen? Ich lade dich ohne weiteres ein, weil ich weiß, dass eine gewisse Dame morgen Abend zum Dinner geladen ist, du also frei bist. Noch einer wird dort sein, unser alter Spießgeselle aus Korea, John Seward. Er wird sicher kommen, und wir beide wünschen, unsere Tränen über dem Weinglase zu mischen und von ganzem Herzen auf das Wohl des glücklichsten Mannes unter der Sonne zu trinken, der sich das edelste Herz gewann, das Gott je schuf.
Wir versprechen dir ein herzliches Willkommen, eine liebenswürdige Begrüßung und ein Prosit, so ehrlich wie deine eigene rechte Hand. Wir schwören dir, dich nach Hause zu schicken, wenn du einem gewissen Paar schöne Augen zu Ehren zu tief in das Glas geschaut haben solltest. Also komm, dein auf immer, Quincy P. Morris. 26. Mai. Telegramm an Quincy P. Morris. Rechne jedenfalls auf mich. Ich bringe euch Neuigkeiten, die eure beiden Ohren klingen lassen sollen. Arthur. 24. Juli, Whitby. Lucy holte mich am Bahnhof ab. Sie sah süßer und lieblicher aus als je und wir fuhren zusammen nach dem Hause am Crescent. Es ist ein reizendes Fleckchen Erde. Der kleine Fluss, der Esk, kommt durch ein tiefes Tal herunter, das sich in der Nähe des Hafens erweitert. Gerade über der Stadt liegt die Ruine der Abtei Whitby, die von den Dänen zerstört wurde. Zwischen dem Kloster und der Stadt befindet sich noch eine Kirche, um die sich ein ausgedehnter Friedhof mit vielen Grabsteinen ausbreitet. Meiner Ansicht nach ist es der reizendste Fleck von ganz Whitby, denn er liegt direkt über der Stadt und gewährt volle Aussicht auf den Hafen und die Bucht. Es führen Spazierwege mit Bänken zu beiden Seiten durch den Friedhof. Ich werde sehr oft heraufkommen und mich mit meiner Arbeit hier niederlassen. 5. Juni. Der Fall Rainfield wird immer interessanter, je mehr ich den Mann verstehen lerne. Er hat einige sehr stark hervortretende Eigenschaften. Selbstgefühl, Verschlossenheit und Zielbewusstsein. Ich möchte wissen, auf was sich Letzteres bezieht. Seine beste Eigenschaft ist die Liebe zu Tieren, obgleich er manchmal mit ihnen umgeht, dass man sie eher für eine besondere, perverse Grausamkeit halten möchte. Gegenwärtig ist seine Spezialität der Fliegenfang. Er hat eine solche Menge beisammen, dass ich es ihm verbieten musste. Zu meinem Erstaunen zeigte sich daraufhin kein Wutausbruch, sondern er nahm es mit gesetztem, ruhigen Ernst einfach hin. Können Sie mir 3 Tage Frist geben? Da werde ich sie alle wegschaffen. Ich sagte es ihm zu, werde ihn aber scharf beobachten. 18. Juni. Er hat sich nun auf die Spinnen verlegt, von denen er schon mehrere große Exemplare in einer Schachtel gefangen hält. Er füttert sie mit seinen Fliegen, deren Zahl auch schon beträchtlich abgenommen hat, obgleich er die Hälfte auch seiner Mahlzeiten dazu verwendet, um neue Opfer zu ködern. 1. Juli. Seine Spinnen werden nun eine ebenso große Plage wie die Fliegen, und heute erklärte ich ihm, dass er sich von ihnen werde trennen müssen. Er wurde bei dieser Ankündigung so traurig, dass ich ihm sagte, er müsse wenigstens einige davon freilassen. Er beruhigte sich dabei und wurde wieder fröhlich, da ich ihm denselben Termin setzte wie zur Vernichtung der Fliegen. Ich muss nun zusehen, wer der Spinnen Herr wird. 8. Juli. Es ist Methode in seinem Wahnsinn. Er hat mit Mühe einen Sperling gefangen und hat ihn schon beinahe gezähmt. Seine Dressurmittel sind einfach. Der Spinnen sind schon weniger geworden. Die übrig gebliebenen sind übrigens gut genährt, denn er bringt ihnen noch immer die Fliegen, die er mit seiner Mahlzeit ködert. 19. Juli. Es geht vorwärts. Mein Freund hat nun eine ganze Sperlingskolonie und seine Fliegen und Spinnen sind schon tüchtig dezimiert. 20. Juli. Eben war der Wärter bei mir und meldete mir, dass Renfield sehr krank sei und eine Menge Federn erbrochen habe. Er glaube, dass Renfield seine Vögel gegessen habe. Im rohen Zustande. Ich muss einen neuen Klassifikationsnamen für diese Spezies erfinden. Ich glaube, ich benenne ihn Zoophagus, also Fresser von lebenden Wesen. 26. Juli. Ich bin unglücklich wegen Lucy und wegen Jonathan. Ich hatte schon so lange nichts mehr von Jonathan gehört, da sandte mir gestern der liebe Herr Hawkins, der immer so gut zu mir ist, einen Brief von ihm. Es ist nur eine Zeile, datiert von Schloss Dracula und besagt, dass er gerade im Begriff sei, abzureisen. Das sieht Jonathan so gar nicht ähnlich. Ich verstehe ihn nicht und es ist mir unheimlich. Dann zu allem Überfluss hat Lucy, die sonst so wohlauf ist, ihre alte Gewohnheit des Nachtwandelns wieder aufgenommen. Ihre Mutter ist besorgt und wir haben ausgemacht, dass ich jede Nacht die Türe unseres Zimmers zuschließen und den Schlüssel zu mir nehmen werde. Lucy will im Herbst heiraten. Herr Homewood, der einzige Sohn des Lord Godalming, wird bald hierher kommen, wenn er abkömmlich ist, denn sein Vater ist nicht sehr gut daran.
Ich glaube, Lucy zählt die Minuten, bis er da ist. Es ist, möchte ich fast sagen, das Warten, das ihr so zusetzt. Sie wird schon besser werden, wenn sie ihn wieder hat. 27. Juli. Keine Nachricht von Jonathan. Ich wünschte sehnlichst, dass er schreiben möge und wäre es auch nur eine Zeile. Lucy Nacht wandelt mehr als je und jede Nacht weckt mich ihr Herumgehen im Zimmer auf. Die Sorge um sie und die immer gestörte Nachtruhe beginnen schädlich auf mich einzuwirken. Ich werde selbst nervös und schlaflos. Herr Homewood ist plötzlich nach Ring zu seinem Vater berufen worden, der ernsthaft erkrankt ist. Lucy ist bekümmert, weil das Wiedersehen nun wieder hinausgeschoben ist, aber äußerlich merkt man ihr nichts an. Sie ist ein bisschen kräftiger und ihre Wangen haben einen lieblichen rosigen Schimmer. Sie hat das blutleere Aussehen vollkommen verloren. Ich bete darum, dass es von Bestand sein möge. 6. August. Wieder keine Nachricht. Dieses Warten wird nachgerade schrecklich. Lucy ist erregter als gewöhnlich, befindet sich aber im Übrigen wohl. Letzte Nacht sah das Wetter sehr drohend aus und die Fischer prophezeiten Sturm. Daily Graph, 8. August. Eines der schwersten und plötzlichsten Unwetter, deren sich Whitby erinnern kann, hat gestern hier gewütet, und zwar unter seltsamen, einzigartigen Begleitumständen. Der Tag war besonders schön, bis nachmittags einige der Spaziergänger, die den Kirchhof auf der Ostklippe zu besuchen pflegen, die Aufmerksamkeit auf eine plötzlich hoch am nordwestlichen Himmel auftauchende Sturmwolke lenkten. Mehr als ein Kapitän wird sich in der Folgezeit wohl entschlossen haben, sein Schiff im Hafen das Ende des Sturms abwarten zu lassen. Der Wind flaute gegen Abend immer mehr ab und um Mitternacht war es totenstill. Eine drückende Schwüle und jene vorausahnende Spannung, die beim Herannahen eines Gewitters sensitive Personen ergreift, lag über allem. Das einzige bemerkenswerte Schiff war ein fremder Schoner, der alle Segel gesetzt augenscheinlich westwärts ging. Die Ungeschicklichkeit oder Unwissenheit der Offiziere war ein furchtbares Thema für die Zuschauer, solange das Schiff in Seeweite war. Man bemühte sich sogar, ihm zu signalisieren, dass es angesichts der drohenden Gefahr weniger Segel setzen solle. Dann, ohne besondere Anzeichen, brach der Sturm los. Und selbst nachträglich ist es schwer zu schildern, wie das ganze Aussehen der Natur sich auf einmal veränderte. Die Wogen erhoben sich in wachsender Wut, sodass in wenigen Minuten die bisher spiegelglatte See in ein tosendes, allverschlingendes Ungeheuer verwandelt war. Die Schwierigkeiten und Gefahren wurden dadurch noch erhöht, dass Massen von Meeresnebeln landeinwärts fegten. Das Brüllen des Sturmwindes, das Krachen des Donners und das Heulen der mächtigen Wogen klang durch die Finsternis lauter als je zuvor. Die Strahlen des Scheinwerfers waren über den Ostpier weg, starr auf die Hafenmündung gerichtet, wo man das Auflaufen des Schiffes erwartete, und alles starrte atemlos hinaus. Plötzlich drehte der Wind sich nach Nordost und die Nebelfetzen flatterten durch den Lichtkegel. Und dann, mirabile dictu, schoss zwischen den Piers in rasender Eile von Woge zu Woge der fremde Schoner mit vollen Segeln vor dem Wind in den sicheren Hafen. Der Scheinwerfer folgte mit seinem Licht und ein Schauer durchrieselte alle. Am Steuer war ein Leichnam angebunden, der mit gesenktem Haupte bei jeder Bewegung des Schiffes hin und her geschwenkt wurde. Keine andere Gestalt war an Deck sichtbar. Ein grausiges Entsetzen kam über alle, als man sich klar wurde, dass das Schiff, wie durch ein Wunder, nur gesteuert von der Hand eines toten Mannes den Hafen erreicht hatte. Der Schoner hielt nicht an, sondern flog quer durch den Hafen und fuhr auf einen Haufen Sand und Kies auf. Das Seltsamste war, dass in dem Augenblick, als das Auflaufen erfolgte, ein großer Hund, wie erschreckt durch den Stoß, auf Deck kam und vorwärts rennend vom Bug auf den Sand sprang. Er lief direkt auf die steilen Klippen zu und verschwand im Dunkel. Der Küstenwart kletterte an Bord des Wracks und als er an das Steuerrad kam, beugte er sich vor, um es genau zu untersuchen. Da prallte er zurück, wie unter dem Eindruck eines plötzlichen Schreckens. Es war kein Wunder, dass der Küstenwart überrascht, vielmehr entsetzt war, denn wohl nicht oft im Leben wird einem solch ein Anblick zuteil. Der Mann war mit den Händen, eine über der anderen, an einer Speiche des Rades festgebunden. Zwischen den Handflächen und dem Holze war ein Kruzifix eingeklemmt. Es wurde der Sachverhalt genau festgestellt und ein Arzt konstatierte, als er den Mann untersucht hatte, dass er schon mindestens 2 Tage tot sein musste. In einer Tasche befand sich eine Flasche, die sorgfältig verkorkt, aber leer war, bis auf eine kleine Papierrolle. Wie sich dann herausstellte, war es eine Ergänzung zum Logbuch. Der Küstenwart erklärte, der Mann müsse seine Hände selbst festgebunden und dann mit den Zehen die Schnüre angezogen haben.
Es wurde bekannt, dass der Schoner ein Russe aus Varna, die Demeter ist. Er lief mit nur geringer Ladung, einer Anzahl großer Kisten mit Erde. Die Ladung war adressiert an einen Agenten in Whitby, der heute Morgen an Bord ging und offiziell von den für ihn bestimmten Gütern Besitz ergriff. Durch die Gefälligkeit des Handelsinspektors erhielt ich die Erlaubnis, das Logbuch der Demeter durchzusehen. Noch nie war es mir beschienen, einen seltsameren Bericht zu hören. Mir wurde gestattet, einen Auszug zu machen. Die seltsamen Dinge, die sich ereigneten, zwingen mich, von jetzt ab bis zur Landung genaue Notizen zu machen. Die Besatzung bestand aus 5 Mann, 2 Maten, einem Koch und mir selbst, dem Kapitän. Am 17. Juli. Gestern kam einer der Leute zu mir in die Kajüte und vertraute mir völlig verstört an, dass er meine, es befinde sich ein fremder Mann an Bord. Er erzählte mir, dass er als Wachhabender einen großen, hageren Mann gesehen habe, der keinem von der ganzen Besatzung glich. Er folgte ihm vorsichtig, doch als er an den Bug kam, fand er niemand und die Luken waren alle geschlossen. Er war vor abergläubischer Furcht fast wahnsinnig. Ich bin in Sorge, es könnte eine Panik entstehen. Um dies zu verhindern, werde ich heute das ganze Schiff von vorne bis hinten sorgfältig durchsuchen lassen. Kein Winkel blieb undurchforscht. Es waren nur die großen Holzkisten, nirgends aber ein versteckter Winkel, wo sich ein Mensch hätte verborgen halten können. 22. Juli. Schlechtes Wetter die letzten 3 Tage und alle Leute fleißig in den Segeln. Keine Zeit, um sich der Angst hinzugeben. Passierten Gibraltar und dann durch die Straße hinaus in die offene See. Alles in Ordnung. 24. Juli. Es liegt ein Fluch auf dem Schiff. Schon einen Mann weniger. Nun Einfahrt in den Golf von Biskaya bei furchtbarem Unwetter. Und schließlich heute Nacht wieder einen Mann verloren. Verschwunden. Wie der erste kam er von der Wache ab und ward nicht mehr gesehen. Die Leute, in voller Furcht und Panik, sandten eine Bittschrift, zu zweien die Wachen beziehen zu dürfen, da sie allein sich fürchteten. 29. Juli. Wieder eine Tragödie. Ich hatte die Nacht über Einzelwachen aufgestellt, da die Mannschaft zu müde war, sie zu verdoppeln. Als die Morgenwache an Deck kam, fand sie niemanden außer dem Steuermann. Sie stieß einen Schrei aus und alles rannte an Bord. Alles durchsucht. Nichts gefunden. Sind nun ohne zweiten Mat und die Mannschaft in voller Panik. 30. Juli. Wir freuen uns, in der Nähe Englands zu sein. Schönes Wetter, alle Segel gesetzt. Zog mich völlig erschöpft zurück. Fiel in tiefen Schlaf. Wurde aufgeweckt durch den Maten, der mir meldete, dass sowohl Wach wie Steuermann fehlten. Nur ich, der Mat und 2 Mann sind noch zur Bedienung des Schiffs übrig. 1. August. 2 Tage Nebel. Kein Segel gesichtet. Hatte gehofft, im englischen Kanal ein Notsignal abgeben und irgendwo anlaufen zu können. Ich habe das Gefühl, als trieben wir einem grässlichen Unglück entgegen. 2. August, Mitternacht. Wieder einer dahin. Gott helfe uns. Der Mat behauptete, wir hätten die Enge von Dover schon passiert. Er habe durch eine Lücke im Nebel das North Foreland erkannt. Wenn es wirklich so ist, befinden wir uns in der Nordsee. Nur Gott kann uns in dem Nebel geleiten, der mit uns zu gehen scheint. Aber Gott hat uns verlassen. 3. August. Mitternachts ging ich, um den Mann am Steuer abzulösen. Als ich aber dorthin kam, fand ich niemanden vor. Ich durfte das Steuer nicht unbedient lassen und rief deshalb nach dem Mat. Nach einigen Augenblicken kam er in seinen Flanellkleidern an Bord gerannt. Er sah wild und verstört aus. Und ich fürchtete, dass sein Verstand Schaden gelitten hat. Er trat dicht an mich heran
und wisperte mir voller Entsetzen ins Ohr, als habe er Angst, die Luft könne es vernehmen. Es ist hier, nun weiß ich es. Auf Wache letzte Nacht sah ich es, so groß wie einen Menschen, mager und totenbleich. Es stand am Bug und sah hinaus. Ich schlich mich hinter das Gespenst und stach mit meinem Messer nach ihm. Aber das Messer ging durch, wie durch Luft. Aber es ist hier und ich werde es finden. Es ist im Schiffsraum, vielleicht in einer der Kisten. Ich will sie aufmachen, eine nach der anderen, und nachsehen. Sie bedienen einstweilen das Steuer. Den großen Kisten kann er nichts anhaben. Sie sind als Erde deklariert, und sie etwas herumzustoßen, ist das unschädlichste Ding der Welt. Gerade wiegte ich mich in der Hoffnung, dass der Maat etwas beruhigter wiederkommen werde, und hörte ihn unten im Schiffsraum klopfen. Diese Arbeit ist gut für ihn. Da kam die Luke herauf plötzlich, ein furchtbarer Schrei, der mir das Blut gerinnen machte, und dann rannte er an Deck, wie aus der Kanone geschossen, ein rasender Tobsüchtiger mit rollenden Augen und verzerrtem Antlitz. »Retten Sie mich! Retten Sie mich! Es wäre besser, Kapitän, Sie kämen mit mir, ehe es zu spät ist. Er ist da. Ich weiß nun das Geheimnis. Die See wird mich vor ihm retten, und ich bin von allem befreit.« Ehe ich ein Wort erwidern oder auf ihn zutreten konnte, um ihn zu halten, war er auf die Reling gesprungen und warf sich kurz entschlossen in die See. 4. August. Immer noch Nebel, den der Sonnenaufgang nicht durchdringt. Ich weiß, dass jetzt gerade die Sonne aufgeht, denn ich bin Seemann. Erkennen kann ich es nicht. Ich durfte nicht hinuntergehen, durfte das Steuer nicht verlassen. So stand ich hier die ganze Nacht. Und in der Finsternis sah ich ihn. Es. Gott verzeih mir die große Sünde, aber der Maat tat recht daran, über Bord zu gehen. Als Seemann den Tod in den blauen Fluten zu suchen, kann einem nicht verübelt werden. Aber ich bin der Kapitän und darf mein Schiff nicht verlassen. Ich will den Feind, das Ungeheuer, bekämpfen, denn ich werde meine Hände an das Ruder binden, wenn meine Kräfte zu schwinden beginnen, und etwas darum winden, dass er es nicht berühren kann. Und dann möge guter Wind kommen oder schlimmer. Ich habe meine Seele und meine Ehre als Kapitän gerettet. 11. August, 3 Uhr morgens. Ich bin zu erregt, um schlafen zu können. Wir hatten ein Abenteuer, ein Erlebnis, das mir tödlichen Schrecken einjagte. Ich schlief ein, sobald ich mein Tagebuch geschlossen hatte. Plötzlich wurde ich völlig wach und sprang aus dem Bette mit einem schrecklichen Gefühl der Angst und einer Leere um mich her. Das Zimmer war so dunkel, dass ich Lucys Bett nicht sehen konnte. Ich machte Licht und bemerkte, dass sie überhaupt nicht im Zimmer war. Die Türe war zu, aber nicht verschlossen. Dann suchte ich alle offenen Räume des Hauses ab, in dem eine immer wachsende Angst mir das Herz zusammenschnürte. Endlich kam ich an das Haustor und fand es offen. Ich hatte keine Zeit daran zu denken, was geschehen könnte. Ein schweres, erdrückendes Angstgefühl nahm mir alle Urteilsfähigkeit. Ich ergriff einen dicken, warmen Schal und rannte davon. Ich eilte die Nordterrasse entlang, fand aber keine Spur der Gestalt, nach der ich suchte. Vom Rande der Westklippe, gerade über dem Pier, sah ich quer über den Hafen zur Ostklippe hinüber, in der Hoffnung oder Furcht, Lucy auf unserem Lieblingsplätzchen zu entdecken. Und tatsächlich, dort sah ich eine vom Mondlicht hell beschienene, halb zurückgelehnte, schneeweiße Gestalt. Ich hatte den Eindruck, als stände etwas Dunkles hinter dem Sitz, auf dem sich die weiße Gestalt befand, und beugte sich über sie. Was es war, ob ein Mensch oder ein Tier, konnte ich nicht erkennen. Ich flog die Treppe hinab zum Pier. Als ich auf der Höhe angelangt war, konnte ich den Sitz und die weiße Gestalt darauf genau erkennen.
Es war offenkundig, irgendetwas beugte sich lang und schwarz über die halb zurückgelehnte weiße Gestalt. In tiefster Seele erschreckt rief ich: Lucy, Lucy! Und das Etwas erhob den Kopf. Ein bleiches Gesicht mit rot glühenden Augen wandte sich mir zu. Lucy antwortete mir nicht und ich rannte zur Friedhofstüre. Hier durchschob sich die Kirche zwischen mich und die Bank und versperrte mir auf einige Augenblicke die Aussicht. Als ich sie wieder sehen konnte, war sie ganz allein. Weit und breit keine Spur von einem lebenden Wesen. Als ich mich über sie beugte, sah ich, dass sie noch schlief. Ihre Lippen waren geöffnet und sie atmete in langen, hastigen Zügen, als müsse sie darum kämpfen, ihre Lungen mit frischer Luft zu füllen. Ich schlug den warmen Schal um sie und zog die Ecken fest um ihren Hals zusammen, denn ich fürchtete, sie könne sich eine tödliche Krankheit zuziehen, unbekleidet wie sie war. Ich zögerte aber noch, sie zu wecken, und befestigte den Schal mit einer großen Sicherheitsnadel. Ich muss aber in meiner Angst ungeschickt gewesen sein und sie am Halse gerissen oder gestochen haben, denn als ihr Atem allmählich wieder ruhiger zu werden begann, legte sie öfter ihre Hand an die Kehle und stöhnte. Schließlich aber schüttelte ich sie heftig, worauf sie die Augen öffnete und erwachte. Sie schien gar nicht überrascht, mich zu sehen, wie sie überhaupt ohne Zweifel sich nicht gleich klar darüber war, wo sie sich eigentlich befand. Lucy ist immer hübsch, auch beim Erwachen, und sogar jetzt, wo doch ihr Leib von der Kälte geschüttelt wurde und sie darüber entsetzt sein musste, mitten in der Nacht unbekleidet auf einem Friedhof zu erwachen, verlor sie ihre Grazie nicht. Als ich ihr sagte, sie müsse jetzt sofort mit mir heimkehren, stand sie mit einem Gehorsam eines Kindes auf, ohne ein Wort zu sagen. Das Glück war uns günstig und wir kamen nach Hause, ohne auch nur eine Seele angetroffen zu haben. Am gleichen Tage, mittags. Lucy schlief, bis ich sie weckte, und schien die ganze Nacht ihre Lage gar nicht geändert zu haben. Das nächtliche Abenteuer hat ihr scheinbar auch nicht geschadet. Eher ist vielleicht das Gegenteil der Fall, denn sie sieht heute Morgen blühender aus als seit Wochen. Es tut mir nur leid, dass ich durch meine Ungeschicklichkeit sie mit der Sicherheitsnadel verletzt habe. Ich muss ein Stückchen der zarten Haut gefasst und durchstochen haben, denn es sind zwei kleine rote Punkte, wie Nadelstiche zu sehen, und auf dem Kragen ihres Nachthemdes ist ein Tröpfchen Blut. Als ich mich bei ihr entschuldigte und mir Vorwürfe machte, lachte sie mich aus und verspottete mich und sagte, sie spüre gar nichts davon. 14. August. Auf der Ostklippe, den ganzen Tag lesend und schreibend. Lucy scheint das Plätzchen ebenso lieb gewonnen zu haben als ich. Abends bekam sie Kopfweh und begab sich bald zur Ruhe. Als ich sie schlafen sah, beschloss ich, allein noch einen kleinen Spaziergang zu unternehmen. Ich ging nach Westen zu, an den Klippen entlang, und war voll liebender Sehnsucht nach Jonathan. Als ich heimkehrte, der Mond schien hell, warf ich einen Blick auf unser Fenster und sah Lucy mit herausgelehntem Kopfe dort sitzen. Ich glaubte, sie warte auf meine Rückkehr und zog deshalb mein Taschentuch, um ihr zu winken. Sie bemerkte nichts und rührte sich nicht. In diesem Augenblick stahl sich der Mondschein um die Ecke des Gebäudes und das Licht fiel voll auf das Fenster. Da lag Lucy mit dem Kopf auf dem Fensterbrett und hielt die Augen geschlossen. Sie schlief fest und auf dem Fenstersims neben ihrem Kopfe saß etwas, das wie ein großer Vogel aussah. Ich fürchtete, sie könnte sich erkälten, so rannte ich denn die Treppe hinauf. Als ich in das Zimmer trat, ging sie eben in ihr Bett zurück, im tiefsten Schlafe und schwer atmend. Sie hielt die Hand an den Hals gedrückt, als wolle sie sich vor Kälte schützen. Ich weckte sie nicht auf, sondern wickelte sie nur gut ein. Ich habe Vorsorge getroffen, dass die Türe geschlossen und das Fenster sicher befestigt ist. 15. August. Beim Frühstück ward uns eine hübsche Überraschung zuteil. Arthurs Vater fühlt sich gegenwärtig wohler und wünscht, dass die Hochzeit recht bald stattfinde. Lucy ist voll stillen Glückes und ihre Mutter ist froh und besorgt zugleich. Etwas später erzählte sie mir den Grund. Arme, liebe, gute Frau. Sie vertraute mir an, dass schon das Todesurteil über sie gesprochen sei. Sie hat Lucy noch nichts davon gesagt und bat mich um Stillschweigen. Ihr Arzt hat ihr eröffnet, dass sie innerhalb weniger Monate werde sterben müssen, da ihr Herz immer schwächer werde. Jederzeit, auch jetzt, würde ein plötzlicher Schrecken imstande sein, sie zu töten. Oh, waren wir klug, ihr das schreckensvolle Abenteuer der schlafwandelnden Lucy zu verheimlichen. 17. August. Brief von Samuel Billington und Sohn.
Sachverwalter Whitby. An die Herren Carter, Patterson und Co., London. Meine Herren, anliegend empfangen Sie einen Frachtbrief über einen Gütertransport der Great Northern Railway. Die Güter sind unmittelbar nach Ausladung am Güterbahnhof King's Cross in Carfax nächst Purfleet abzuliefern. Das Haus ist gegenwärtig leer. Anliegend finden Sie die Schlüssel, alle mit Zetteln versehen. Sie werden höflichst ersucht, die im Frachtbrief bezeichneten 50 Kisten in dem etwas baufälligen Teil des Hauses, der auf beigegebener Skizze mit A bezeichnet ist, abladen zu lassen. Ihr Bevollmächtigter wird den Platz leicht finden, da es die ehemalige Kapelle des Hauses ist. Mit vorzüglicher Hochachtung, Samuel Billington und Sohn. 19. August. Freude, Freude, Freude. Und doch nicht nur Freude. Mein Jonathan ist krank gewesen, darum schrieb er nicht. Das kann ich nur sicher sagen, da ich jetzt den Sachverhalt kenne. Herr Hawkins hat mir den Brief gesandt und schrieb selbst einige, ach so gütige Worte dazu. Ich werde morgen abreisen, zu Jonathan gehen und mich an seiner Pflege beteiligen, wenn es nötig ist, und ihn dann nach Hause bringen. Herr Hawkins meint, es wäre das Beste, wir ließen uns gleich dort trauen. Meine Reise ist schon festgelegt und das Gepäck bereit. 12. August. Brief von Schwester Agathe, Josef und Marienhospital Budapest, an Fräulein Mina Murray. Wertes Fräulein, ich schreibe Ihnen auf Wunsch des Herrn Jonathan Harker, der selbst noch nicht kräftig genug dazu ist, obgleich seine Heilung Fortschritte macht. Er befindet sich seit etwa 6 Wochen in unserer Pflege. Er litt an einem heftigen Nervenfieber. Er bittet mich, Ihnen seine Grüße zu senden und Ihnen mitzuteilen, dass er mit gleicher Post einen durch mich geschriebenen Brief an Herrn Hawkins, Exeter, gerichtet habe, worin er ihn unter dem Ausdruck seiner Ergebenheit um Entschuldigung für sein langes Ausbleiben bittet und ihm mitteilt, dass der Auftrag ausgeführt ist. Er ersucht noch um einige Wochen Urlaub, um sich in unserem Bergsanatorium völlig erholen zu können und verspricht dann zurückzukehren. Ich bin mit Grüßen und warmen Gegenwünschen Ihre Schwester Agathe. P.S. Wir hätten gerne schon eher geschrieben, aber wir wussten ja nicht an wen, denn er hatte gar nichts bei sich, was uns auch nur den geringsten Anhaltspunkt geboten hätte. Seien Sie überzeugt, dass er in guten Händen ist. Er hat alle Herzen durch seine Güte und Vornehmheit gewonnen. Es geht ihm tatsächlich besser. Und ich habe keinen Zweifel, dass er in einigen Wochen genesen sein wird. 19. August. Als die Glocke gerade 2-mal geschlagen hatte, kam der Nachtwächter und meldete mir im Auftrage des Aufsehers, dass Renfield entflohen sei. Ich fuhr in meine Kleider und eilte sofort hinunter. Der Aufseher rief mir zu, dass der Patient nach links sich entfernt habe und in gerader Linie weitergelaufen sei. Und ich rannte so schnell ich konnte in der angegebenen Richtung davon. Als ich den Baumgarten passiert hatte, sah ich eine weiße Gestalt die Mauer überklettern, die mein Besitztum von dem verlassenen Grundstück da drüben trennt. Ich eilte sofort zurück und befahl dem Aufseher, gleich 3 oder 4 Mann mobil zu machen, um nach Carfax hinüberzukommen für den Fall, dass unser Freund gewalttätig werden würde. Ich selbst ergriff eine Leiter, stieg auf die Mauer und sprang hinunter. Auf der anderen Seite des Hauses sah ich ihn dann, wie er sich an die alte, eisenbeschlagene Tür der Kapelle presste. Er sprach offenbar mit irgendjemand. Ich bin zu eurem Befehl, Herr. Ich bin euer Sklave und ihr werdet mich belohnen, denn ich werde treu sein. Ich habe euch verehrt seit langem und aus der Ferne. Nun, da ihr nahe seid, erwarte ich eure Befehle und ihr werdet mich nicht übergehen, nicht wahr, Herr, teurer Meister, wenn ihr gute Dinge verteilt. Als wir ihn festnahmen, wehrte er sich wie ein Tiger. Er ist unbändig stark und gleicht eher einer wilden Bestie als einem Menschen. Brief an Fräulein Lucy Westenraw. Budapest, 24. August. Liebe Lucy, ich weiß, du wirst neugierig sein zu hören, was unterdessen sich ereignet hat, seit wir von Whitby abreisten. Ich fand meinen Liebsten, ach Gott, so mager und bleich und schwach. Er ist nur mehr ein Wrack und er erinnert sich auf geraume Zeit zurück an gar nichts mehr. Als er wach war, bat er mich um seinen Rock, da er etwas aus der Tasche nehmen wollte. Ich sagte es Schwester Agathe und sie brachte ihm alle seine Sachen. Ich sah darunter auch ein Notizbuch und wollte ihn eben bitten, mich einen Blick hineinwerfen zu lassen.
Da hielt er seine Hand über das Notizbuch. Wilhelmine, Liebste, es soll kein Geheimnis, kein Versteckspiel geben. Ich habe ein furchtbares Nervenfieber gehabt und wenn ich daran denke, was ich da alles sah, so beginnt mein Gehirn sich im Kreise zu drehen und ich weiß nicht mehr, war das, was ich sah, Wahrheit oder die Fantasie eines Irren? Ich wage nicht, es zu wissen. Hier ist das Buch. Nimm es und bewahre es auf. Lies es auch, wenn du willst. Aber lasse mich nie davon wissen. Nur wenn eine heilige Pflicht mich dazu zwingen würde, mir die bitteren Stunden ins Gedächtnis zurückzurufen, über die ich hier schlafend oder wachend, gesund oder im Irrsinn geschrieben. Er sank erschöpft zurück und ich legte das Buch unter sein Kissen und küsste ihn. Jonathan erwachte nach einer Stunde und alles war bereit. Er sagte sein Ich will fest und entschieden. Ich konnte kaum sprechen. Mein Herz war so voll, dass sogar diese zwei einfachen Worte mich zu ersticken schienen. Dann nahm er meine Hand und sagte, es wäre das Schönste auf der Welt und er würde gerne dafür noch einmal all das Vergangene durchmachen, wenn es sein müsste. Leb wohl, mein Liebling. Ich muss nun aufhören, denn Jonathan wacht eben auf. Stets deine Mina Harker. Brief an Mina Harker. Whitby, 27. August. Liebste Mina, ich wollte, ihr kämet so frühzeitig, dass ihr hier bei uns noch Aufenthalt nehmen könntet. Die kräftige Seeluft würde Jonathan sehr wohltun. Sie hat auch mich geheilt. Ich habe Hunger wie ein Kormoran. Ich bin voll Lebenslust und schlafe vorzüglich. Arthur sagt, ich werde fett. Bei dieser Gelegenheit fällt mir ein, dass ich ja beinahe vergessen hätte, dir zu erzählen, dass Arthur hier ist. Wir machen Spaziergänge und Spazierritte und fahren und rudern und fischen und spielen Tennis zusammen. Dabei habe ich ihn lieber als je. Eben kommt er und ruft nach mir. Also Schluss für heute. Mit herzlichem Gruß, deine Lucy. PS, wir machen am 28. September Hochzeit. Hillingham, 29. August. Letzte Nacht war es mir, als hätte ich denselben Traum, wie ich ihn in Whitby gehabt habe. Alles ist dunkel und schreckhaft in mir. Ich kann mich an gar nichts erinnern, aber ich bin voll unbestimmter Angst und fühle mich so schwach und erschöpft. Als Arthur zum Lunch kam und mich erblickte, sah er sehr bekümmert aus. Und ich hatte gar nicht den Mut, vergnügt zu sein. Brief an Dr. Seward. 31. August, Albemarle Hotel. Lieber John, ich bitte dich, erweise mir einen Gefallen. Lucy ist krank, das heißt, sie hat kein besonderes Leiden, aber sie sieht entsetzlich schlecht aus und wird von Tag zu Tag elender. Ich bin überzeugt, dass irgendetwas das Gemüt meines lieben Mädchens bedrückt. Ich bin ganz außer mir, wenn ich an sie denke, und es tut mir weh, wenn ich sie nur ansehe. Ich sagte ihr, ich würde dich bitten, sie zu untersuchen. Sie machte erst Einwendungen, ich weiß schon warum, alter Freund, gab aber dann doch ihre Zustimmung. Es ist eine schreckliche Aufgabe für dich, das weiß ich wohl, aber es geschieht um ihretwillen, und ich zögere nicht, dich zu bitten, wie du nicht zögern darfst, zu handeln. Lass mich nicht im Stich. Arthur. 1. September. Telegramm an Dr. Seward. Bin zu meinem Vater gerufen worden, dem es wieder schlechter geht. Ich schreibe. Gib mir ausführlich Bericht mit der Abendpost nach Ring. Wenn nötig, telegrafiere. 2. September. Brief an Arthur Homewood. Lieber alter Freund, betreffs Fräulein Westenraws Befinden beeile ich mich, dir mitzuteilen, dass nach meiner Ansicht keine funktionelle Störung oder irgendeine mir bekannte Krankheit nachzuweisen ist. Ich konnte zwar ohne Mühe bemerken, dass sie etwas blutleer ist, aber ich konnte die gewöhnlichen Anzeichen der Anämie nicht entdecken. Ich nahm ein paar Blutstropfen und analysierte sie. Die Zusammensetzung des Blutes war eine vollkommen normale und bewies, für sich allein betrachtet, einen vorzüglichen Gesundheitszustand. Sie beklagt sich über zeitweilige Atembeschwerden und über tiefe lethargische Schlafzustände mit quälenden Träumen, deren sie sich aber beim Erwachen nicht mehr erinnert. Ich schrieb an meinen alten Freund und Lehrer Van Helsing in Amsterdam, der mehr von unklaren Krankheitsbildern versteht wie sonst jemand im Lande. Ich habe ihn ersucht, hierher zu kommen. Dies, mein lieber Freund, geschah lediglich in Erfüllung deiner Wünsche.
Ich weiß, dass Van Helsing aus persönlicher Neigung gerne alles für mich tun wird. Er ist Philosoph und Metaphysiker und einer der fortgeschrittensten Wissenschaftler der Jetztzeit. Dabei ist er von absolut offener Gesinnung. Ich sage dir das alles, damit du begreifst, warum ich solches Vertrauen zu ihm hege. Ich habe ihn gebeten, sofort zu kommen. Ich werde Fräulein Lucy morgen wieder besuchen. Stets dein, John Seward. 2. September. Brief an Dr. Seward. Mein lieber Freund, ich habe Ihren Brief erhalten und mache mich sofort auf den Weg zu Ihnen. Zu einem Freunde komme ich, sobald er mich ruft, und helfe denen, die er liebt. Belegen Sie mir also ein Zimmer im Great Eastern Hotel, sodass ich gleich bei der Hand bin, und richten Sie es so ein, dass ich die junge Dame nicht allzu spät am Morgen sprechen kann. Bis dahin leben Sie wohl, mein Freund John. Van Helsing. 3. September. Brief an Herrn Arthur Homewood. Mein lieber Arthur, Van Helsing ist gekommen und schon wieder fort. Er ist, fürchte ich, sehr bekümmert und sagt, er müsse nachdenken. Er wird, glaube mir, offen sprechen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich werde bis dahin getreu Wacht halten. Ich hoffe, dass dein lieber Vater sich wieder auf dem Wege der Besserung befindet. Es muss etwas Furchtbares für dich sein, mein lieber Junge, in einer solchen Lage sich zu befinden, zwischen zwei Menschen, die man lieb hat. Ich weiß, wie sehr du an deinem Vater hängst, und ich kann es nur gutheißen. Aber wenn es sein müsste, werde ich dich doch bitten, sogleich zu Lucy zu kommen. Ängstige dich also nicht allzu sehr, denn ich werde dich auf dem Laufenden halten. 4. September. Ich war eben von einem Besuch von Fräulein Westenra zurückgekehrt, die ich bedeutend wohler angetroffen hatte, und betrachtete mir, noch am Eingangsgitter stehend, den Sonnenuntergang, als ich Renfield auf einmal brüllen hörte. Ich trat bei ihm ein, gerade als die Sonne unterging, und durch sein Fenster sah ich den blutroten Ball versinken. Je tiefer die Sonne hinunterstieg, desto mehr ließ sein Anfall nach. Und als sie verschwand, entglitt er, eine träge Masse, den ihn haltenden Händen und fiel zu Boden. Dann ging er auf das Fenster zu und wischte die Zuckerstückchen weg. Er nahm seine Fliegenschachtel, schüttete sie aus und warf sie fort. Endlich schloss er sein Fenster. Alles das überraschte mich, und ich fragte ihn, ob er denn keine Fliegen mehr fangen wolle. Er antwortete, dass er diesen Plunder satt habe. Auf jeden Fall ist er ein sehr interessantes Studienobjekt. Wenn wir nur herausbekommen könnten, warum heute sein Anfall am hellen Mittag und dann bei Sonnenuntergang ausbrach. Wäre es möglich, dass die Sonnenphasen einen schlechten Einfluss auf gewisse Personen ausüben, wie es ja auch die Mondphasen zuweilen tun? 6. September. Telegramm an Abraham Van Helsing. Nach zwei guten Tagen nun ein schrecklicher Umschwung zum Schlechteren. Kommen Sie sofort, verlieren Sie keine Stunde. An Homewood telegrafiere ich erst, wenn ich Sie gesprochen. 7. September. Das Erste, was mich Van Helsing fragte, als ich ihn am Bahnhof Liverpool Street abholte, war: Haben Sie unserem jungen Freund, dem Bräutigam, etwas gesagt? Nein, ich wollte warten, bis ich Sie gesprochen hätte. Ganz recht so, mein Freund. Es ist besser, er weiß nichts. Als ich ihm die Symptome von Lucys Krankheit beschrieb, dieselben wie bisher, nur bedeutend mehr ausgeprägt, sah er sehr ernst aus, sagte aber kein Wort. Als wir ankamen, empfing uns Frau Westenra. Sie war sehr besorgt. Van Helsing und ich wurden in Lucys Zimmer geführt. Wenn ich gestern bei ihrem Anblick erschrak, so war ich heute entsetzt, als ich sie sah. Sie war von gespenstischer, kreidiger Blässe. Das Rot schien sogar aus ihren Lippen und aus ihrem Zahnfleisch gewichen zu sein. Und ihre Gesichtsknochen standen weit hervor. Ihr Atemholen war furchtbar zu sehen und zu hören. Van Helsing winkte mir, und wir gingen vorsichtig aus dem Zimmer. Mein Gott, das ist ja entsetzlich. Da ist keine Zeit zu verlieren. Sie hat nicht mehr so viel Blut in sich, um die Bewegung des Herzens noch aufrechtzuerhalten, und muss sterben, wenn nicht sofort eine Bluttransfusion vorgenommen wird. Wollen Sie oder soll ich? Ich bin jünger und kräftiger, Herr Professor. Ich will. Dann machen Sie sich sogleich bereit. Ich bin vorbereitet. Ich ging die Treppe mit ihm hinunter. In diesem Augenblick ließ sich ein Klopfen an der Haustüre vernehmen. Als wir den Flur erreichten, hatte das Mädchen bereits geöffnet und Arthur trat eilig ein. Ich bin so besorgt. Ich habe zwischen den Zeilen deines Briefes gelesen und bin in Todesangst. Mein Vater ist wohler, so kam ich her, um selbst nachzusehen. Ist dieser Herr hier Van Helsing? Ich bin Ihnen dankbar, Herr Doktor, dass Sie kamen. Sie kommen gerade zur rechten Zeit. Sie sind der Bräutigam des lieben Fräuleins. Sie ist krank, sehr krank. Was kann ich tun?
Sagen Sie es und ich werde es tun. Kommen Sie. Mein Freund John und ich haben beraten. Wir beschlossen eben, eine Operation vorzunehmen, welche man Bluttransfusion nennt. Blut aus vollen Adern des einen in die leeren des anderen. John hatte sich bereit erklärt, sein Blut zu geben, da er jünger und kräftiger ist als ich. Aber da Sie nun hier sind, sind Sie besser als wir zwei. Unsere Nerven sind nicht so ruhig und unser Blut nicht so frisch, als es bei Ihnen der Fall ist. Wenn Sie nur wüssten, wie gerne ich für Sie sterben würde, würden Sie begreifen. Wir begaben uns alle in Lucys Zimmer. Arthur blieb auf Anraten des Arztes draußen. Lucy wendete müde ihr Haupt und sah uns an, sagte aber nichts. Nun, liebes kleines Fräulein, hier haben Sie Ihre Medizin. Sehen Sie, ich hebe sie ein wenig auf, damit Ihnen das Schlucken leichter fällt. So. Die Zeit schien mir endlos, bis sich der Schlaf auf ihre Lider zu senken begann. Schließlich aber tat das Narkotikum doch seine Wirkung und sie fiel in einen tiefen Schlummer. Als der Professor dies festgestellt hatte, rief er Arthur in das Zimmer und bat ihn, den Rock abzulegen. Dann führte Van Helsing rasch, aber mit vollendeter Sicherheit die Operation aus. Als die Transfusion Fortschritte machte, schien etwas Leben in die Wangen des armen Mädchens zurückzukehren, und Arthurs immer bleicher werdendes Gesicht spiegelte die Freude seines Herzens wider. Als alles vorüber war, erkannte ich, wie sehr Arthur unter der Operation gelitten hatte. Ich verband seine Wunde und nahm seinen Arm, um ihn hinunterzuführen. Da sagte Van Helsing, ohne sich umzudrehen: Der brave Mensch hat, denke ich, noch einen Kuss verdient, den er sofort haben soll. Und als er dann seine Hilfeleistung beendet hatte, richtete er noch das Kissen unter dem Kopfe der Patientin. Dabei verschob sich das schwarze Samtband, das sie immer um den Hals trug, und ließ uns einen roten Fleck an ihrer Kehle erkennen. Arthur bemerkte es nicht. Lieber Herr Homewood, Sie können nun heimgehen und sich in dem angenehmen Bewusstsein niederlegen, dass alles geschehen ist, was geschehen konnte. Ich kann übrigens versichern, dass die Operation in jeder Weise als gelungen zu betrachten ist. Sie haben Ihr Leben gerade noch gerettet. Sie wird Sie für das, was Sie an ihr getan, nur noch mehr lieben. Adieu. Was halten Sie von jenen Wunden dort an Ihrer Kehle? Was halten Sie davon? Ich kann mir nichts dabei denken. Gerade über der äußeren Schlagader befanden sich zwei punktartige Verletzungen. Nicht groß, aber sie sahen nicht sehr gutartig aus. Die Ränder waren weiß und blutleer wie von einer Quetschung. Ich muss heute Nacht nach Amsterdam zurück. Ich habe dort Bücher und Dinge, deren ich bedarf. Sie müssen die ganze Nacht hier bleiben und dürfen keinen Augenblick Ihre Aufmerksamkeit von ihr wenden. Soll ich eine Wärterin bestellen? Wir sind die beiden Wärter, Sie und ich. Halten Sie die ganze Nacht Wache. Sie dürfen heute einmal nicht schlafen. Ich komme so bald als irgend möglich zurück. Und dann können wir beginnen. Was beginnen? Was um alles in der Welt können Sie meinen? Sie werden ja sehen. 8. September. Gegen Abend hatte das Opiat seine Wirkung verloren und Lucy wachte von selbst auf. Sie sah unvergleichlich viel besser aus als vor der Operation. Als ihr Mädchen sie für die Nacht hergerichtet hatte, begab ich mich nach Einnahme meines Abendbrotes zu ihr und setzte mich neben ihr Bett. Sie machte keine Einwendungen, sondern sah mich immer dankbar an. Nach langer Zeit schien sie in Schlaf versinken zu wollen. Da raffte sie sich plötzlich zusammen und schüttelte den Schlaf ab. Wünschen Sie denn nicht zu schlafen? Nein, ich fürchte mich davor. Sich vor dem Schlaf fürchten? Wieso? Er ist doch eine Wohltat, deren wir dringend bedürfen. Ja, aber nicht, wenn es Ihnen so ginge wie mir. Wenn Ihnen der Schlaf ein Vorbote des Grauens wäre. Ein Vorbote des Grauens? Was um Himmels Willen meinen Sie? Ich weiß es nicht. Ach, ich weiß es nicht. Das ist gerade das Furchtbare. All dieses Elend kommt über mich, wenn ich schlafe, so dass ich mich fürchte, überhaupt daran zu denken. Aber, mein liebes Fräulein, heute Nacht können Sie getrost schlafen. Ich bin hier und kann Ihnen versprechen, dass Ihnen nichts passieren wird. Ach, ich kann mich ja auf Sie verlassen. Ich verspreche Ihnen, dass ich Sie, sobald sich irgendein böser Traum bemerkbar macht, sofort wecke. Sie versprechen mir das? Wollen Sie wirklich? Wie gut Sie sind. Dann will ich schlafen. Kaum hatte sie das gesagt, da stahl sich ein Seufzer der Erleichterung über ihre Lippen und sie sank schlafend zurück.
Am frühen Morgen kam das Mädchen und ich überließ Lucy ihrer Fürsorge und begab mich sofort nach Hause. Ich sandte kurze Telegramme an Van Helsing und an Arthur, in denen ich ihnen von dem ausgezeichneten Erfolg der Operation berichtete. Meine Berufspflichten, die in mancher Hinsicht etwas im Rückstand geblieben waren, hielten mich den ganzen Tag über fest. Es war schon dunkel, als ich dazu kam, meinen Zoophagus zu besuchen. Der Bericht war günstig. Er war den ganzen vergangenen Tag und die Nacht über ruhig gewesen. Von Van Helsing kam ein Telegramm, während ich gerade bei Tisch saß. Er forderte mich auf, die Nacht wieder auf Hillingham zu verbringen und teilte mir mit, dass er mit dem Nachtzug abfahren und dann am frühen Morgen mit mir zusammentreffen werde. 9. September. Ich war ziemlich müde und erschöpft, als ich in Hillingham ankam. Zwei Nächte hindurch hatte ich kaum einen Augenblick geschlafen. Und in meinem Gehirn fühlte ich eine dumpfe Leere. Lucy war aufgestanden und in köstlicher Laune. Als ich ihr die Hand reichte, sah sie mir scharf ins Gesicht. Heute Nacht wird nicht aufgeblieben. Sie sind zu sehr erschöpft. Ich fühle mich wieder ganz wohl. In der Tat, ich bin es. Und wenn jemand heute wach bleiben muss, dann will ich es sein. Ich konnte nicht anders als zustimmen, denn ich war hundemüde und hätte nicht wach bleiben können, selbst wenn ich es versucht hätte. Nachdem sie ihr Versprechen, mich zu rufen, wenn sie etwas brauchen sollte, erneuert hatte, legte ich mich auf das Sofa und vergaß alles um mich. 9. September. Ich fühle mich so glücklich heute Abend. Mir ist, als sei Arthur ganz nah bei mir. Mein Liebster, deine Ohren müssen dir im Schlafe klingen, während ich wache. Oh, diese segensreiche Ruhe der letzten Nacht. Wie süß ich schlief, während der teure, gute Dr. Seward meinen Schlummer behütete. Und auch heute Nacht werde ich mich nicht fürchten zu schlafen, denn er ist nahe bei mir und in Rufweite. Dank all denen, die so gut zu mir sind. Gute Nacht, Arthur. 10. September. Ich kam zum Bewusstsein, als ich des Professors Hand auf meinem Haupte fühlte. Nun, wie geht es unserer Patientin? Kommen Sie, wir wollen nachsehen. Und zusammen begaben wir uns in Lucys Zimmer. Dort auf dem Bette, in tiefer Ohnmacht, lag die arme Lucy, noch bleicher und elender als vorher. Sogar die Lippen waren weiß und das Zahnfleisch schien von ihren Zähnen weggeschrumpft zu sein, wie wir es zuweilen an Leichen von Menschen sehen, die nach langem Siechtum gestorben sind. Rasch, bringen Sie den Brandy. Es ist noch nicht zu spät. Das Herz schlägt, wenn auch schwach. All unsere Arbeit ist umsonst gewesen. Wir müssen von Neuem beginnen. Wir haben aber den jungen Arthur nicht hier. Ich muss diesmal Sie in Anspruch nehmen, Freund John. So begannen wir, ohne einen Moment zu zögern, die Operation. Mit einem Gefühl persönlicher Genugtuung sah ich, wie sich ein schwacher Schimmer von Farbe in ihre bleichen Wangen und Lippen stahl. Niemand, der es nicht durchgemacht, kann ahnen, was es heißt, sein eigenes Blut in die Adern einer geliebten Frau hinüberleiten zu lassen. Es genügt. Schon? Sie haben von Arthur bedeutend mehr Blut genommen. Ja, er ist Ihr Schatz, Ihr Bräutigam. Sie haben noch Arbeit vor sich, viel Arbeit für Sie und für andere. Das, was Sie gegeben haben, wird genügen. Aber es darf nichts von der Sache verlauten. Wenn unser junger Liebhaber unvermutet auftauchen sollte, wie schon einmal, sagen Sie ihm kein Wort davon. Es würde ihn zugleich erschrecken und eifersüchtig machen. Lucy schlief weit in den Tag hinein. Als sie erwachte, war sie recht stark und wohlauf, wenn auch lange nicht so wie am Tage zuvor. Nachdem Van Helsing sie besucht hatte, ging er ein wenig spazieren. Er überließ sie meiner Fürsorge und schärfte mir strengstens ein, sie keinen Augenblick allein zu lassen. Ich hörte ihn unten auf dem Flur nach dem nächsten Telegrafenbüro fragen. Lucy plauderte ganz fröhlich mit mir und schien absolut nichts von dem zu wissen, was vorgefallen war. Nach ein paar Stunden kam Van Helsing wieder. Nun gehen Sie nach Hause und essen und trinken Sie gehörig. Ich bleibe heute Nacht hier und werde selbst bei dem kleinen Fräulein Wache halten. Sie und ich, wir wollen den Fall behandeln. Ein anderer braucht davon nichts zu wissen. Ich habe schwerwiegende Gründe dafür. Fragen Sie nicht danach. Denken Sie davon, was Sie wollen. Scheuen Sie nicht davor zurück, selbst das Unglaublichste anzunehmen. Gute Nacht. 11. September. Heute Nachmittag ging ich hinüber nach Hillingham. Ich traf Van Helsing in bester Laune und Lucy wesentlich besser an. Kurz nach meiner Ankunft wurde ein großes Paket für den Professor abgegeben, das aus dem Ausland kam. Er öffnete es mit großer Eile
und zeigte uns einen mächtigen Strauß weißer Blüten. Die sind für Sie, Fräulein Lucy. Für mich? Sie lieber Dr. Van Helsing. Aber Herr Professor, ich glaube, Sie wollen einen Scherz mit mir machen. Diese Blüten sind ja gewöhnlicher Knoblauch. Aber es liegt in diesen gemeinen Blüten eine Kraft, die für Sie nur von Vorteil sein kann. Ich binde Ihnen selbst den Kranz, den Sie tragen sollen. Aber stille. Sprechen Sie mit niemand anderem darüber. Und wenn er auch noch so dringend fragen sollte. Kommen Sie mit mir, Freund John, und helfen Sie mir, das Zimmer mit meinen Knoblauchblüten zu zieren, die geraden Weges von Harlem kommen. Ich musste gestern noch darum telegrafieren. Die Tätigkeit des Professors war sicherlich eine sehr seltsame und wäre wohl in keiner Arzneimittellehre, die mir irgend bekannt war, zu finden gewesen. Erst befestigte er die Fenster und verschloss sie ganz sorgfältig. Dann nahm er eine Handvoll Knoblauch und rieb damit die Fensterrahmen ein, als wolle er sich versichern, dass jeder Luftzug, der hereinkäme, auch mit dem Duft der Blüten geschwängert sei. Dann rieb er mit dem Büschel den Türrahmen oben, unten und auf den Seiten und schließlich den Platz um den Kamin in der gleichen Weise. Wir warteten noch, bis Lucy ihre Nachttoilette vollendet hatte. Als sie dann im Bette lag, ging Van Helsing zu ihr und legte ihr selbst den Kranz um den Hals. »Geben Sie Acht, dass Sie ihn nicht verschieben. Selbst wenn Ihnen die Luft im Zimmer drückend vorkommen sollte, öffnen Sie heute Nacht weder Fenster noch Tür.« Als wir das Haus verlassen hatten, bestiegen wir meinen Wagen, der unten gewartet hatte. Van Helsing schien so voll Vertrauen, dass ich ein Grauen und ein Unbehagen nicht unterdrücken konnte. War ich doch auch zwei Nächte vorher so vertrauensselig gewesen. Und was war das Ergebnis? 12. September. Wie gut Sie alle zu mir sind. Ich bin ganz verliebt in diesen prächtigen Dr. Van Helsing. Ich möchte wissen, warum er wegen dieser gewöhnlichen Blüten so bestimmt war. Und doch muss er recht damit haben, denn ich habe das Gefühl, als ströme eine gewisse ruhige Behaglichkeit von ihnen aus. Jedenfalls fürchte ich mich nicht davor, heute Nacht allein sein zu müssen und kann mich ohne Sorge zur Ruhe legen. Das Flattern außen an meinem Fenster stört mich nicht. Wenn ich denke, wie furchtbar ich in der letzten Zeit mich gegen den Schlaf gewehrt habe. Gute Nacht, ihr alle. 13. September. Van Helsing und ich kamen um 8 Uhr nach Hillingham. Als wir eintraten, begegnete uns Frau Westenra, die eben aus ihrem Boudoir kam. Sie begrüßte uns herzlich. Sie werden froh sein zu hören, dass es Lucy besser geht. Das gute Kind schläft noch. Ich sah in ihr Zimmer, ging aber nicht hinein, um sie nicht zu stören. Aha, ich glaube, ich habe den Fall erkannt. Meine Behandlung hat scheinbar Erfolg. Sie dürfen nicht das ganze Verdienst für sich in Anspruch nehmen, Herr Doktor. Lucy hat ihr Wohlbefinden heute Morgen auch ein wenig mir zu verdanken. Wie meinen Sie das, gnädige Frau? Nun, ich sorgte mich um das liebe Kind heute Nacht und ging nach ihrem Zimmer. Sie schlief tief. So tief, dass sogar mein Kommen sie nicht zu erwecken vermochte. Aber das Zimmer war entsetzlich schlecht gelüftet. Überall waren diese hässlichen, scharf riechenden Blüten. Und sie hatte sogar einen Kranz davon um den Hals. Ich befürchtete, dass der schwere Geruch ihr in ihrem schwachen Zustande Schaden zufügen könnte. So nahm ich alles weg und öffnete das Fenster ein wenig, um frische Luft hereinzulassen. Sie werden ihre Freude an ihr haben. Ich bin fest davon überzeugt. Wie sie so sprach, beobachtete ich das Gesicht des Professors und sah, dass es aschfahl wurde. Er war imstande, seine Selbstbeherrschung so lange beizubehalten, als Frau Westenra gegenwärtig war. Er lächelte ihr sogar noch zu, während er ihr die Türe zu ihrem Zimmer öffnete. Aber kaum war sie verschwunden, da zerrte er mich plötzlich und gewaltsam in das Speisezimmer und verschloss die Tür. Da, das erste Mal in meinem Leben, sah ich Van Helsing die Fassung verlieren. Oh Gott. Oh Gott. Diese arme Mutter, todunbewusst und in der besten Absicht etwas, das ihres Kindes Leib und Seele zerstört. Und wir dürfen es ihr nicht einmal sagen, sie nicht warnen, sonst stirbt sie. Und dann sterben beide. Warum hat sich denn die ganze Hölle gegen uns verbündet? Kommen Sie. Kommen Sie. Wir wollen sehen und handeln. Teufel oder nicht Teufel oder alle Teufel miteinander. Das ist uns ganz gleich. Wir fechten gegen sie alle. Er ging nach dem Haustor hinunter, um seinen Koffer zu holen. Dann begaben wir uns miteinander in Lucys Zimmer. Diesmal erschrak er nicht über das schmale Gesichtchen mit derselben furchtbaren wachsartigen Blässe wie zuvor.
Tiefste, ernsteste Traurigkeit und unendliches Mitleid drückten sich in seinem Antlitz aus. Dann legte er auf dem kleinen Tische wiederum die Instrumente aus, um eine neue Transfusion vorzunehmen. Ich hatte auch schon längst die Notwendigkeit erkannt und begann, meinen Rock auszuziehen. Aber er gebot mir durch eine Handbewegung Einhalt. Nein, heute müssen Sie die Operation machen. Ich werde aushelfen. Sie sind schon zu sehr geschwächt. Während er so sprach, zog er seinen Rock aus und stülpte die Hemdärmel hoch. Wieder begann die Operation. Wieder das Narkotikum. Wieder Rückkehr von etwas Farbe in die kreidebleichen Wangen und der regelmäßige Atem gesunden Schlafs. Nach einer weiteren Stunde erwachte Lucy aus ihrem Schlaf, frisch und munter und scheinbar gar nicht mehr so sehr angegriffen von der entsetzlichen Kraftprobe. Was hat das alles zu bedeuten? 17. September. 4 Tage und 4 Nächte des Friedens. Es ist mir, als hätte ich ein langes, schweres Alpdrücken überstanden und sei gerade erst aufgewacht, um den herrlichen Sonnenschein zu sehen und die frische Luft rings um mich zu fühlen. Seit Dr. Van Helsing bei mir ist, scheinen diese bösen Träume verschwunden zu sein. Ich gehe jetzt ohne eine Spur von Furcht vor dem Schlafe zu Bett. Ich habe den Knoblauch ganz lieb gewonnen. Jeden Tag kommt eine Schachtel voll für mich von Haarlem an. Heute Nacht will Dr. Van Helsing wegfahren, da er einen Tag in Amsterdam zu tun hat. Aber ich bedarf keines Wärters mehr. Ich fühle mich kräftig genug, um allein bleiben zu können. Ich werde die Veränderung gar nicht zu sehr empfinden, denn heute Nacht schlief Dr. Van Helsing einen Gutteil der Zeit in seinem Lehnstuhl. Zweimal wachte ich auf und zweimal fand ich ihn schlafend. Aber ich fürchtete mich nicht, wieder einzuschlafen. 17. September. Telegramm an Dr. Seward, Carfax. Sie müssen unbedingt heute Nacht auf Hillingham sein. Wenn Sie auch nicht durchaus wachen, so sehen Sie doch fleißig nach, insbesondere ob die Blüten auf Ihrem Platze. Von größter Bedeutung. Kommen Sie bestimmt. Werde nach Ankunft sobald als möglich bei Ihnen sein. 17. September, nachts. Ich schreibe dies und hinterlasse es, damit sich niemand wegen meiner Sorgen mache. Es ist ein genauer Bericht über alles das, was sich heute Nacht ereignet hat. Ich fühle, dass ich vor Schwäche sterben muss und habe kaum noch Kraft zum Schreiben. Aber es muss geschehen, und wenn ich darüber sterben sollte. Ich ging wie gewöhnlich zu Bett, achtete sorgfältig darauf, dass die Blüten so angebracht waren, wie Van Helsing es befohlen hatte, und verfiel bald in Schlaf. Ich erwachte von dem Flattern am Fenster. Ich fürchtete mich nicht, aber ich hätte gewünscht, dass Dr. Seward im Nebenzimmer sein möchte, wie Dr. Van Helsing es mir versprochen hatte, damit ich ihn bei Bedarf hätte rufen können. Dann kam die alte Angst vor dem Schlaf über mich und ich beschloss, wach zu bleiben. Eigensinnig schien der Schlaf sich meiner bemächtigen zu wollen, trotzdem ich ihn fernzuhalten versuchte. Plötzlich öffnete sich die Tür und meine Mutter sah herein. Sie bemerkte, dass ich noch wach sei, kam herein und setzte sich an mein Bett. Ich habe mich um dich geängstigt, mein Kind, und kam herein, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Ich befürchtete, sie möchte sich erkälten und lud sie ein, hereinzuschlüpfen. So kam sie herein und legte sich neben mich. Als sie so in meinen Armen lag und ich in den ihren, begann das Klatschen und Flattern am Fenster von Neuem. Sie war erstaunt und auch ein wenig erschreckt. Was ist denn das? Ich konnte ihr schwaches Herz laut klopfen hören. Nach einiger Zeit ertönte draußen im Gebüsch wieder das tiefe Geheul. Bald darauf hörten wir das Klirren des Fensters und eine Menge zerbrochenen Glases fiel auf die Diele. Der Fenstervorhang wurde von dem hineinströmenden Winde weggeblasen. Und in der Öffnung der zerbrochenen Scheibe erschien der Kopf eines großen, mageren, grauen Wolfes. Mutter schrie vor Entsetzen, richtete sich auf und griff wild um sich. Dabei erfasste sie den Kranz, den mir Van Helsing, um den Hals zu tragen, streng anbefohlen hatte, und riss ihn ab. Ein paar Augenblicke saß sie so da, auf den Wolf deutend, und ein seltsames, schreckliches Gurgeln drang aus ihrer Brust. Dann fiel sie zurück, wie vom Blitze getroffen, und ihr Haupt schlug schwer auf meine Stirne. Das Zimmer und alles rings um mich schien sich zu drehen. Tausende von fliegenartigen kleinen Pünktchen wurden durch die zerbrochenen Scheiben hereingewirbelt und drehten sich im Kreise wie Sandsäulen. Ich versuchte, mich zu rühren, aber es lag wie ein Bann auf mir. Und der Körper meiner armen Mutter, der bereits kalt zu werden schien, drückte mich nieder. Dann schwand mir auf einige Zeit die Erinnerung.
Die Zeit schien mir nicht lang, aber es war schrecklich. Wirklich schrecklich, bis ich mein Bewusstsein wiedererlangte. Die Hunde rings in der Nachbarschaft heulten. Und im Gebüsch unseres Gartens, gerade vor dem Fenster, sang eine Nachtigall. Ich war betäubt und starr vor Schmerz und Angst und Schwäche. Aber der Gesang der Nachtigall war wie die Stimme meiner toten Mutter, die zurückgekehrt schien, um mich zu trösten. Die Geräusche hatten scheinbar auch die Mägde geweckt, denn ich konnte ihre nackten Füße draußen vor der Türe hören. Ich rief nach ihnen und sie kamen herein. Als sie sahen, was geschehen war und was da auf meinem Bett lag, schrien sie auf. Sie hoben den Leichnam meiner Mutter auf und legten ihn dann wieder mit einem Laken bedeckt auf das Bett zurück, nachdem ich aufgestanden war. Sie waren alle so erschreckt und aufgeregt, dass ich ihnen befahl, in das Speisezimmer zu gehen und ein Glas Wein zu trinken. Ich legte alles, was ich an Blüten besaß, meiner armen Mutter auf die Brust. Als ich es getan, fiel mir ein, was mir Van Helsing eingeschärft hatte. Aber ich wollte die Blüten nicht wieder wegnehmen. Und außerdem beabsichtigte ich, eines der Mädchen zu bitten, bei mir zu wachen. Ich war sehr überrascht, dass keines von ihnen zurückkam. Ich rief, bekam aber keine Antwort. Deshalb begab ich mich in das Speisezimmer, um nach ihnen zu sehen. Sie lagen alle hilflos auf dem Boden und atmeten schwer. Die Karaffe mit Sherry stand halbvoll auf dem Tische, aber es machte sich ein eigentümlicher, scharfer Geruch bemerkbar. Es roch nach Laudanum. Und als ich auf den Seitentisch blickte, bemerkte ich, dass die Flasche, die der Doktor immer für Mutter verwendet, oh Gott, verwendet hat, leer war. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich bin wieder bei Mutter im Zimmer. Ich kann sie nicht verlassen. Ich bin allein mit den betreuten Mägden, die irgendjemand vergiftet hat. Allein mit den Toten. Ich darf nicht hinausgehen, denn ich höre von draußen durch das zerbrochene Fenster das Heulen des Wolfes. Gott schütze mich heute Nacht vor dem Bösen. Ich werde dieses Papier an meiner Brust verbergen, wo sie es finden werden, wenn sie kommen, mich hinauszutragen. Meine arme Mutter ist dahin gegangen. Es wird Zeit, dass auch ich gehe. Leb wohl, geliebte Arthur, falls ich diese Nacht nicht überstehen sollte. Gott schütze dich, Liebster, und helfe mir.